Willkommen bei MobiFlip, mein Name ist Oliver und wir packen heute gemeinsam das Apple iPhone 8 in der Product Red Edition aus. Das ist seit letztem Freitag erhältlich, kostet ab 799 Euro, ist in der üblichen Variante wie das aktuelle iPhone 8 und iPhone Plus erhältlich, nur eben in einer neuen Farbe und die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, das ist das Apple iPhone 8 Plus in Rot, sprich es ist die Product Red Edition und vielleicht sollte ich auch noch ganz kurz ein paar Worte dazu erzählen, bevor wir das gute Stück hier auspacken. Das rote iPhone 8 ist im Grunde genommen eine weitere Farbe für das iPhone 8 Portfolio selbst. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es keine normale weitere Farbe ist und dass diese Farbe höchstwahrscheinlich, wenn dann im Herbst die neuen Modelle kommen, nicht weiter angeboten wird. Sprich, das ist eine Art Spezialedition und das erkennt man auch an mehreren Stellen, denn der iPhone-Schriftzug an der Seite ist rot, das Apple-Logo ist rot. Ihr werdet das auch wahrscheinlich gleich am Verpackungsinhalt erkennen. Es ist eine komplett normale Farbe für das iPhone, sondern es ist eine Spezialedition und Apple bezeichnet das auch als Product Red Edition und die schauen wir uns jetzt mal genau an. Dazu mache ich die Verpackung auf, entferne die Folie und ich habe euch ja die Verpackung eben schon gezeigt, da ändert sich jetzt eigentlich nichts im Vergleich zu einem normalen iPhone 8 Plus. Wir machen das gute Stück mal auf und werden hier direkt begrüßt von dem Design bei Apple in California Schriftzug, den kennen wir und da ist auch schon der erste Unterschied. Wir haben direkt einen Hinweis, dass es sich um ein Product Red Produkt handelt. Product Red bedeutet im Grunde genommen, dass Apple einen Teil der Einnahmen spendet. Wie hoch dieser Anteil ist, weiß man nicht genau, aber laut eigenen Angaben hat man in den letzten Jahren, ich glaube, waren 160 Millionen Dollar an eine Stiftung gespendet und das Apple iPhone 8 in der Version beziehungsweise in der normalen und in der Plus-Version gehören jetzt ebenfalls dazu. Wenn man sie sich in Rot kauft, geht ein Teil der Einnahmen an eine Stiftung, sprich für einen guten Zweck. Das Produkt legen wir mal ganz kurz zur Seite. Was sich nicht geändert hat, deswegen werde ich da jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, ist der Verpackungsinhalt. Hier hat man weiterhin das ganz normale weiße Zubehör. Wir interessieren uns dann mehr für das Gerät selbst. Und was sich hier im Vergleich zum letzten Jahr geändert hat, ist, die Rückseite ist jetzt nun aus Glas, wie wir das kennen, da wir jetzt kabelloses Laden haben. Allerdings ist die Frontseite nicht aus weiß, sondern in schwarz gehalten. Und ich finde, ehrlich gesagt, sieht das auch ein kleines bisschen besser aus als im letzten Jahr. Denn das war ja einer der größten, sage ich mal, Kritikpunkte von vielen Leuten, die gesagt haben, okay, rot ist schön, endlich mal eine Farbe für das iPhone. Allerdings hätte ich mir dann doch tatsächlich lieber eine schwarze Front gewünscht. Und ja, auf die hat Apple jetzt gehört und hat daher die Frontseite schwarz gestaltet. Zack, wir entfernen die Folie von der Rück- und von der Frontseite. Und ja, das ist das gute Stück. Ihr habt es vielleicht schon gehört, falls ihr euch ein anderes Unboxing angeschaut habt. Es ist verdammt schwer, dieses knallige Rot auf Kamera festzuhalten. Ich versuche das hier mit dem Tageslicht so gut wie es geht, aber es lässt sich natürlich nur sehr schwer beschreiben, wie knallig rot dieses Produkt tatsächlich ist. Gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Produkt mit dem matten Rot auf der Seite und dann dem glänzenden Rot auf der Rückseite. Und hier seht ihr auch schon den Schriftzug. Product Red bedeutet, es ist eine Spezialedition und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass Apple dieses Produkt dann ab dem Herbst, schätze ich mal, nicht weiter verkauft. Ich denke, das iPhone 8 wird im Programm bleiben, wenn die neuen iPhones kommen, so wie auch aktuell das iPhone 7. Aber das iPhone 7 hat man ja dann auch nur bis zum, vermutlich Verkaufsstart des iPhone 8 verkauft und zwar in der Product Red Version, verkauft das jetzt weiterhin, hat jedoch die rote Version aus dem Programm genommen und ich denke, das wird dann beim iPhone 8 auch der Fall sein. Das wird man jetzt für ein paar Monate anbieten. Da möchte man so ein kleines bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, so ein kleines bisschen die Verkaufszahlen ankurbeln und dann wird dieses Modell höchstwahrscheinlich auch schon bald wieder verschwinden. Also, wenn ihr Interesse an einem roten iPhone 8 habt und ich finde das persönlich wirklich sehr ansprechend, ich finde es schade sogar, dass Apple bei der aktuellen iPhone 10 Generation nur zwei Farben anbietet. Ich denke, nächstes Jahr werden wir dann auch ein iPhone 10 in Rot sehen. Das haben wir dieses Jahr leider nicht gesehen.
Aber ja, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass man hier eine größere Farbauswahl hätte, vielleicht auch schon zum Start. Denn ich muss gestehen, dass mir dieses Rot dann doch ein bisschen besser gefällt, als ich gedacht habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mir so ein Rot im Alltag vorstellen könnte als Daily Driver. Aber ich würde es definitiv mal in Erwägung ziehen, denn es ist etwas anderes als einfach nur schwarz oder weiß. Und sowas ist doch noch immer wieder willkommen. Ja, das soll es soweit von meinem kurzen Unboxing des iPhone 8 Plus in der Rot Product Red Version gewesen sein. Ich werde euch unten in der Beschreibung noch den Beitrag zu unserem Blog verlinken. Dort könnt ihr euch dann auch noch ein paar Bilder zum Gerät anschauen. Das war es mit meinem Unboxing des Apple iPhone 8 Plus in der Product Red Edition. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen und ein Abo hilft unserem Kanal natürlich ebenfalls weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.